Ich grüße euch und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir eine kleine Katze gesucht für den Matthias. Oder Matthias, Matthias, wie auch immer. Einem Freund von Given. Und heute, endlich, nach langer Zeit, machen wir die Harmonie-Mission, die wir machen müssen, um in der Story weiter voranzukommen. Und zwar Frühlingsgefühle. Dazu mussten wir Kapitel 6 abschließen. Haben wir schon längst gemacht. Level 24 haben wir auch schon längst. Und wir brauchen ein bisschen Harmonie mit Lau und die haben wir auch total gut. Nebenbei ist Lau gesperrt, also will ich denken, dass er drin vorkommt. Und ich hoffe, dass wir heute endlich ein Level abbekommen. Wir sind immer noch Level 28 und ich brauche Level 30. Endlich mal irgendwann mal in nächster Zukunft. Deswegen starten wir diese Mission. Hey, look who's here. Thanks again for the help last time. Hm? When did you work with Elma's team? When a certain someone decided to just wander off and leave us high and dry? Oh, yeah? Well, I hope whoever it was got chewed out good. Looks like I owe you one, Elma. Order something if you like. My treat. Really? Oh, Tatsu filled to bursting with food and joy. Lau is good and generous friend. You tubby little... I said order something, not everything. It's okay, Lau. Next meal, it'll be Tatsu's turn. So, Shingo, you gonna say something? Go ahead and ask. I'm sure these ladies will give you better advice than I can. Having trouble with something? Oh, it's not. Ooh, I know. Shingo has a crush on someone. Wait, what? How'd you know? Oh, come on. Seriously? Sag, dass Shingo auf die... Das ist Shingo auf der Stirn geschrieben steht. Schulterzucken. Beteure, dass du nie darauf gekommen wärst. Er steht ja wirklich... Also wenn er so reagiert, also bitte. I know, right? He's a total open book. I get that a lot. If you're done making the poor man sweat, why don't you hear him out? But look, if this is about winning a girl's heart, Lau is probably the guy you want to ask. He knows you a lot better than we do since you work together and all. Plus, he was married, so we can... Sorry, Shingo. I should get going. Right. Of course, sir. Good luck. I'll keep my fingers crossed. Thank you, sir. Yeah. We don't really talk about Lau's family. Oh my gosh. I didn't mean to... Oh Mann, da ging die Stimmung von echt gut gelaunt zu echt miserabel Kacke gerade über. Sage Lin, dass sie sich keine Vorwürfe machen soll. Aufmuntern. Versuch Lin zum Lächeln zu bringen. Wir trösten sie. Thanks. I still feel like a total oaf, though. Ugh. He wasn't angry, Lin. You heard him wish Shingo luck. Yes, yes! Angry Lau not talk like that. Thanks, guys. Yeah, so, if you don't mind, I really do need some advice on this. I'm at the end of my rope. Sure. Whatever we can do to help. Jetzt weiß ich auch, woher der Titel der Harmonie-Mission kommt. Frühlingsgefühle. Oh, er ist verliebt. Shingo hat sich verliebt, aber er traut sich nicht, die Dame seines Herzens anzusprechen. Du hast versprochen, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir müssen zur North Founder Street im Geschäftsviertel gehen. Okay, das ist doch easy. Na dann, gehen wir zur North Founder Street, ne? Ist er um die Ecke. Hopp. That's crazy. Ah, la, la, la. Oh Mann. Ob Lau noch irgendwie in der Sache hier involviert sein wird? Ich vermute mal ja irgendwie. Oh, hier hat jemand was. Did you hear? Noctilum. Hubschrauber auf Patrouille in Noctilum verloren gegangen. Elefantenrüssel. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich glaube schon. Kommt bekannt vor. Mit wem reden sie da? So that's her, huh? And you say her name's Dorothy?
She's beautiful. Oh, gosh. Thanks. Not quite sure what you're taking credit for there, but okay. Tatsu will go and ask Pretty Lady for her favorite food. You stay put, you. Man, she's too beautiful. She'll never go for a schlub like me. If only I could make her happy somehow. Schlage vor, dass Shingo ihr etwas schenkt. Coachen. Sage Shingo, er soll ihr direkt in und ohne Umschweife einen heißen Liebesschwur vortragen. Ahoi! Was? Also, klar, ich würde sagen, schenke etwas. Würde ich auch machen. Aber aus Luxendollerei einfach nur. Ich will einfach nur sehen, wie er sich einfach vor ihr schmeißt und irgend so ein Scheiß daher labert. Wie so ein Volltrottel. Now we're talking. What? Just out of the blue? No way! Come on, you guys. The point isn't to send the poor woman running. All right, maybe that's a little strong. How about just asking her to dinner? Well, that's safer. But is it too safe? If the way she's dressed now is any indication, she's obviously into fashion. Why not give her a little accessory when you ask her out? A bracelet or something. Hey, that'll make a great impression. All right, I'll give it a try. But where am I supposed to find nice jewelry here on Mira? Tatsu have an idea. Cowardly friends should get Pretty Lady a shiny rock. That how Tatsu Dadapon win the heart of Momopon. Hey, not bad. You're kinda smart for a Nopon. Meh, since friend who need whole team to ask out girl. What does friend think of this? Oh, that's lovely. It Nopon matchmaking stone. Super valuable, worth more than almost any food. Sounds like a winner to me. Let's go track one down. We'll need someone to set it in a bracelet once we've found it. There's a jewelry shop in the commercial district. We can try bringing it there. Hab ich richtig gelesen, dass wir einen Verkrüppelungsstein brauchen? Huh. Sprich mit Omari in der West Melville Street im Geschäftsviertel. Und wieder zurücklaufen. Ach, so ein Mist. Ah, hier haben wir aber coole Dingens hier. Also, Lastwagen mit coolen Aufklebern drauf. Naja, tut mir leid. Ich muss auch mal durch, wa? Wach. Ich nehme an, ich habe das Ding schon. Zumindest glaube ich das. Ich schau mal kurz in der Liste nach. Da sie aus Noctilum kommen, denke ich mal, dass es aus Noctilum sein wird. Das heißt, in der Kollektion Noctilum müsste das unter Natur? Nee. Unter Relikte? Nope. Xenotech Kuriosa? Nope, auch nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Vielleicht müssen wir erst mal einen finden. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir einen haben. Dann. Oh, Mani. Mann, ich suche dich gerade. Wir brauchen dich. Now this is a stunning specimen. It better be, considering what we had to go through to get it. So, how much to put that in a bracelet? Sorry, not gonna happen. What? Why not? I tested its hardness. That rock puts even diamonds to shame. Seriously? I'd really like to help, but my tools just can't handle it. Sorry. Oh, verflucht. And after we went to all that trouble... I never imagined it couldn't be done. Just because our tech can't handle it doesn't make it impossible. I met a man on Craftsman a while back who works with rare minerals. He's not cheap, but he's good. Why don't I introduce you? Sir, that would be amazing. Lau? About before... I know you've been working hard to help out one of my crew, Lin. Thank you. I appreciate it. Of course.
How about letting me join in the fun from here? Heck yeah! Wusste ich doch, dass er mitkommt. Level 23, Stratos Adler. Dann auf zu einem Herren Yeshiro. Auf dem Manon-Schiff. Dann nehme ich mal den Teleport wieder. Teleport zum Manon-Schiff, wo ich absolut 0% momentan habe. Hätte das gedacht. Aber härter als Diamanten? Meine Güte. Das muss hart sein. So, dann einmal... Ah, da hinten. Wie kennt ihr den Manon eigentlich so? Also diesen einen speziellen Typen hier vorne. Interessant. Hey, Yeshiro, wir haben einen Auftrag für dich. So, how's it look? It's tricky, you know. Very, very tricky. But nothing is impossible for the right price. So long as it's high enough. How much are we talking? Ich würde auch gerne mit Pizza bezahlen. Bestelle Pizza bei Amy Pizza in der West Morville Street im Geschäftsviertel. Och, leck mich doch, ey, wieder zurück. Oh Mann, so viel teleportieren heute. Heftig. Na dann, West Morville Street. Jetzt müssen wir wirklich durch jeden Laden gehen, ist aber bekloppt. Ich sag schon mal voraus. Oh, es regnet. Ich sag schon mal voraus, das Ding wird einfach kaputt gehen und wir brauchen einen zweiten oder so. Ah, Paul. Lass mich raten, der hat keine Pizza mehr. Move out for that piece. Yo, hoho. Ich würde ihm am liebsten so einen italienischen Akzent geben, aber der ist definitiv nicht italienisch. Willkommen bei Ami Pizza. Was darf es sein? Wie? Einlieferung? Tja, kein Problem. Nur für 10.000 Credits liefern wir deine Pizzas ins letzte Eck von L.A., wenn es sein muss. Du redest wie ein Manon. Lege 10.000 Credits für Pizza auf den Tisch. Geizen. Ich sage, dass du dieses Angebot gerne noch einmal bedenken würdest. Hätte nicht gedacht, dass es heutzutage noch Leute gibt, die Nein zu Pizzas sagen könnten, aber gut. Okay, ich muss wirklich 10.000 Credits haben? Wollt ihr mich verarschen oder was? Erst müssen wir 30.000 zahlen dafür, dass diese Scheißnapper diesen Scheißvertrag unterschreiben. Dann ist 10.000 Credits, dass sie irgendwie eine Pizza bekommen. Willst du mich verarschen? 10.000! Das muss ja echt ein Wert. Also. Bekloppt. Okay. Und die sollten. Also. Yeshiro, ja? Ah, geht klar. Deine Pizzas sind noch bevor der Käse aufhört zu brutzeln bei den Marmorn. Sisi. Oui, oui. Dankeschön. Leck mich doch. 10.000 Credits, ey. Die haben wir gelitten. Haben die einen Burger King? Was ist das denn für ein Laden? Rose Moss? Interessant. Dann auch zu den Marmorn. So viel hin und her gescheuchert. Können 10 Pizzas bitte so teuer sein? Es sei denn, die kosten, naja, 10 Euro pro Dingen und wir müssen es hochrechnen, so wie Yen ungefähr berechnet wird, das, oder ab Cent. Ein Credit gleich 1 Cent, so wie ich es gerade mal sehen. Trotzdem sehr krank. Sehr, sehr krank und sehr, sehr teuer. So, wir haben, Entschuldigung, wir haben deine Pizzas. Sei froh. Family, huh? So you'll make the bracelet then? I gave you my word, remember? I promise it'll be more stunning than even the finest Earth pizza. Yeah, hopefully. Hofft es? The bracelet is finished, if that's okay. Man, Dorothy's gonna love this.
It's gorgeous. Thank you all so much. I'm going to go ask her out right now. I'm glad that worked out. I really hope she says yes after all this. Should we go see? You know it. Wow. Wirklich Lau? Sollen wir spitzeln gehen? Lau ist lustig. Wenn man ihn so wirklich kennt, dann ist er wirklich lustig irgendwie. Totaler Spielkind. Oh Mann. Dann zur North Founder Street. Teleportieren natürlich. Mann. Mann. Was haben die sich dabei gedacht? Und jetzt spionieren wir den beiden nach. Also bitte, das wird doch... Es wird im totalen Desaster enden. Natürlich spitzeln wir hinterm Baum hervor, ne? Ja, funktioniert sogar. Cool. Looks like that went well. Everything go according to Tatsu plan. Like they say, even a broken clock. Never really saw the point in Mim relationships. But hey, I guess if it makes him happy. What do you mean? Nothing. Just talking to myself. Das war schon die Mission, die war recht kurz. Shingo hat sich verliebt. Naja, erstaunlicherweise ist Tatsus Plan aufgegangen und Shingo hat jetzt eine Freundin. Oh, süß. Bekommt man Level up? Du hast die Präzisionsgewehrtechnik Nachbrenner erlernt. Oh. Bekommen wir irgendwann mal eine Technik, die ich auch verwenden kann für meine Waffen? Irgendwie so ein Messer oder Laserpistole? Laserstrahl? Nein? Schade. Nun gut, immer noch Level 28. Ich muss definitiv irgendwie mal ein Level up machen. Kann ja nicht sein, dass ich ewig brauche dafür. Ich werde mal wahrscheinlich irgendwo mal ein bisschen rumlaufen, irgendwas umklatschen oder so. Oh Mann, aber wir haben hier so viele Missionen noch übrig, ne? So viele Missionen. Hier zum Beispiel haben wir Victoria und dann haben wir da hinten in der Ecke noch... Hey, hier ist Kirsty. Oh, wisst ihr was? Wir mögen Kirsty, ne? Wir mögen die Kirsty hier, ne? Und wir haben noch ein bisschen was Zeit im Part. Ich meine, der Part ist gerade mal 17 Minuten lang irgendwie so was in der Ecke. Sagen wir mal, Kirsty, was abgeht. Steht ja eigentlich hier so rum, ist ja merkwürdig. Schön, dass du da bist, Mark. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh. Du bist der Einzige, der für diese Aufgabe geeignet ist. Kommen wir also gleich zur Sache. Höre dir an, was Kirsty zu sagen hat. Natürlich. Wie du bereits weißt, gibt es in der NNA eine Reihe außerirdischer Bewohner. Jo. Dank der Xenoform hat unsere Technologie riesige Fortschritte gemacht. Und auch der Handel hat davon profitiert. Bedauerlicherweise hat unser Miraniumverbrauch aber auch besorgniserregende Ausmaße erreicht. Oh oh. Was wir mit bereits vorhandenen Datensonden fördern, reicht einfach nicht aus, um den steigenden Verbrauch abzudecken. War irgendwie abzusehen. Würdest du uns helfen? Du könntest zum Beispiel das Frontier in Oblivia ausweiten. Ha. Wenn du schon mal dort bist, gibt es gleich ein paar andere Aufgaben, um die du dich kümmern könntest. Ich möchte, dass du 7 Buddelwürmer einsammelst. Diese hässlichen kleinen Schädlinge fressen Miranium. 2 Fliegen mit einer Klappe. Und dann will ich, dass du den Datenträger NF095 bringst. Er ist ziemlich sicher, dass er irgendwo auf dem Kontinent gelandet ist. Okay. Dürfte nicht allzu schwierig sein, oder? Ich glaube nicht. Pioniergeist 3. Ja, wie brauchen wir denn? Steh gleich dran. Wir müssen 2500 Einheiten Miranium abgeben. Okay, ist easy. 7 Buddelwürmer haben wir schon. Sehr schön. Und Datenträger besorgen an Knotenpunkt 313. Wisst ihr was, machen wir in diesem Part noch, es geht ja easy peasy schnell. Ich lasse die Xenoformen, die sich über Materialmangel beschweren, wissen, dass ich die Sache unter Top-Agenten auftragen habe. Okay. Aber fühle ich jetzt nicht wie unter Druck gesetzt oder so. Ich scherze, dass dir in der Tat kein anderer Blade das Wasser reichen kann. Durchdrehen. Verziehe panisches Gesicht und tritt nervös mit einem Fuß nach dem anderen. Was? Ja, Witzel. witzig, na gut. Den lasse ich dir durchgehen. So,
Und jetzt raus mit dir, aber zeige allen, was du kannst. Viel Glück und danke. Okay. Haben wir schon. Und dann. How's it going? Ja, Miranium. Haben wir noch nicht da. Aber geh mal kurz zum Dingenspunkt da hinten. Zum Datenpunkt. Notenpunkt. Da unten ist er. 313. Ist, glaube ich, ein sehr schöner Punkt gewesen, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre, ich denke aber schon. Ich hoffe, ich irre mich nicht. So, da ist der Punkt. Datenträger müsste hier oben auch irgendwo sein. Ach nö, oder? Er ist hier unten. Er muss hier unten irgendwo sein. Oh, da ist er. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Machen wir sie eben kaputt. Oh, das Ding ist so tot. Bye bye. Oh, es hat überlebt. Ich meine, es ist tot. Ich meine, es hat was gedroppt. Wow. Ein Messer, eine Strahlenkanone und Pistolen. Wahnsinn. Aber vor allem der Datenträger, der sich irgendwie hier in der Höhle verbuddelt hat. So, und dann haben wir noch eine Sache übrig und die muss ich erstmal. Kann ich erst machen, weil ich bis Miranium habe. Das heißt, ich werde an der Stelle den Part beenden und wir sehen uns dann, ich würde sagen, im nächsten Part wieder. Und zwar in NLA bei Kirsty, sobald ich Miranium habe. Weil das kann ein bisschen dauern, zu warten. Und so. Also zumindest immer ein bisschen weiter vorangekommen mit unserem Level. Hat ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. Ja. Ja, das sollte im nächsten Part auf jeden Fall reichen. Wir sehen uns dann in NLA wieder. Also, wie immer, bleib ich treu und bis dahin.